Ich bin nicht sicher, wie lange wir hier noch aushalten. Ja, ich auch nicht. Es ist so warm hier drin. Der eine schwitzt schon ganz eklig. Gib mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Gut. Also, Notizbuch des Tierarztes. Der Test mit den Proben von Überfahrenen hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Eine Psyche kann nicht mehr gesunden, wenn sie dem Wirkstoff zu sehr ausgesetzt wurde. Notiz an mich, genaue Ergebnisse später noch dokumentieren. Ich muss sicher noch weiter forschen. Ich kann die Angels nicht heilen, aber vielleicht kann ich ihnen anders helfen oder uns. Ich brauche noch mehr Proben des Wirkstoffs und biologisches Material von Betroffenen. Ich muss es versuchen. So überwältigend die Zahl der täglichen Fälle auch sein mag, es gibt etwas, was ich tun kann. Ich weiß es. Das ist wirklich echt krass, was die da mit der Psyche der Leute und scheinbar auch mit den Tieren... Was nehme ich jetzt? Ah, Geld. Ich schnurre einfach alles. Sie sagt noch, wir brauchen keine Schnurrer. Hallo. Der Bürgermeister hat so einen Gesetzeshüter gefunden, der hilft, den Widerstand im County-Gefängnis zu organisieren. Ja. Soweit ich weiß, bin ich das. Danke. Hey. Hey. Hey, Pisser. Das sind alles Pistolen, Leute. Eigentlich dumm. Jetzt weiß ich, warum dein Freund der eine mit... Vergiss deinen Button nicht. Hab ich meinen Button nicht schon an? Der Rest von Amerika kann sich von der Mentalität in Vorsicht. Wie läuft's denn so? Wir haben fast nie was von außerhalb bestellt. Alles cool? Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Mhm. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder Rookie? Ja. Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern oder dir geht es wie dem Marsche. Aber die ist so cool. Das Bliss. Es lässt dich alles vergessen. Du fühlst dich frei. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Gut. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen. Schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Sie haben mich gerettet. Die Cougars, das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Niemand sonst tut das. Eine Sache noch. Wir hatten einen Arzt. Naja, einen Tierarzt. Aber er tut sein Bestes. Er ist vor ein paar Stunden verschwunden. Keine Ahnung wie oder warum. Halt die Augen nach ihm offen, ja? Bin das zweite Mal. Mach ich. Hat er jetzt noch eine Aufgabe? In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith Klein Pilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sie haben die Wasseraufbereitungsanlage. Ich verstehe. Mach ich dir easy. Das ist. Danke für deine Hilfe beim Gefängnis. Teammitglied. Ich will nur immer die Übersicht behalten. Ich hätte gedacht, dass sich der Widerstand eines Tages mal in einem Gefängnis niederlassen würde. Dein Sheriff scheint jedenfalls zu wissen, was er tut. Tracy habe ich neulich gesehen. Die ist eher eine Eigenwürde. Und Virgil? Nee. Tja, der ist halt Virgil. Ich schäme mich nicht um Politiker. Hilf ihnen, wann immer du kannst. Ich melde mich. Die Leute hier draußen sind sehr selbstständig. Sie haben keine Wahl. Wer sich gerne bedienen lässt, muss in die Stadt ziehen. Wir bräuchten eigentlich so einen Fernzünder, ne? Ja, wir haben sogar. Oh mein Gott! Achtung, muss aufpassen. Bumm. Einfach in diesem Haus. Finde ich am Sprengen wie so ein Wahnsinniger. Silberbarren sind in allen Außenposten und an anderen Orten in Hope Country versteckt. Nutze Silberbarren, um Prestige, Waffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in jedem Geschäft in der Spielwelt zu kaufen. Du kannst Silberbarren auch im Shop im Pausenmenü kaufen oder ausgeben. Also wir haben jetzt eben Silberbarren sogar gefunden und könnten hier ins Arcade einsteigen. Das ist cool. Das finde ich echt cool, dass man direkt im Spiel... Leute, das war ich... Schutzengel danken. Dass man direkt im Spiel einsteigen kann in Arcade. Wir nicht schon genug Probleme. Hey Deputy, können wir kurz reden? Ja, Moment, ich gucke mal. Ich schicke einen meiner besten Lord. Funk mich an, wenn du was hörst. Hey Bruder. Ah ja, genau, hier bin ich eben einmal im Kreis gelaufen, okay. Hallo mein Freund. Bin das zweite Mal hinter Gitter. Diesmal freue ich mich drüber. Jetzt laden wir mal den mal an. Wir haben diese eine große Aufgabe hier und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe, sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Cougar.
Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Deputy. Kennst du unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage? Nein. Die Sekte hat sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Was? Das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was zur Fische? Die Monster tun so etwas. Ich weiß nicht. Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was. Wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Ich kack ab jetzt bei denen in die Wasserversorgung. Nein, verstehst du mich? Und in die Stromversorgung pisse ich bei denen. Nice. Oh, sieht es nämlich aus. Kann ich bitte an das... Muss was lesen, Fettsack. Schwitzender, fetter Mann. Bitte, geht zur Seite. Also beim Gefängnis geholfen. 10. Hopp. Ab. Er ist eine Inspiration. Pisspantoffel. Verschissener Pisspantoffel. Ich wollte das gerne lesen, was da hinten steht. Ich finde schwierige Angestellte. Ich finde schwierige Angestellte. Hallo. Was ist denn hier los? Lass dich nicht auf Faith Bullshit. Warte kurz, stopp halt, Moment. Ich brauche unbedingt ein Maschinengewehr, Frau. Wir machen die gerade mal. Wir machen. Die ist viel hübscher, wir machen die da weg. Ich meine das jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie nach Hübschhaftigkeit, so wie das übrigens richtig heißt, wursten würde, sondern halt einfach. Wie? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich dachte, du bist voll krass am Start und dann hast du auch noch eine blöde Pistole im Gesicht. Schlaft ihr hier? Bah. Voll üklig, Leute. Beeindruckend, dass ihr hier draußen schon so lange durchhalten. Eines Tages werde ich Charles sagen, was ich wirklich von ihm halte. Hat es gerade Andrew gesagt? Andrew, du bist ein Ferkel. Als Notiz. Doc Lindsay bestätigt. Keine Rückverwandlung für Angels. Bisher kein klares Vorgehen erkennbar. Manchmal Pilgerreise, manchmal nicht. Manchmal Widerständler, manchmal Zivilisten. Vielleicht können sie unter dem Stress keine Rituale und Traditionen aufrechterhalten. Oder gibt es neue Prioritäten? Keine Gerüchte. Das heißt, der Punkt, an dem es keine Wiederkehr gibt, ist unvorhersehbar. Gleiche Botschaft, die Befreiung von Gefangenen muss oberste Priorität haben. Ja, es ist bitter, ne, wenn die dann diese Angels-Armee dann verarbeiten. Ah! Gott, das ist ja widerlich. Wie wenn man nach so einer durchzechten Nacht irgendwie dann rausgeht und auf einmal direkt grauen Stein in beiden Augen hat, ne, wa? Machen wir mal ein bisschen Rambazamba. Oh, das fliegt gar nicht rum, schade. Das wäre ein bisschen cool, so Skyrim-mäßig. Okay. Wie sie hier einfach rumchillen. Du siehst nicht aus wie so ein Sektenheini. Ich bin kein Insektenheini. Sekten. Ich bin ein Käfer-Pokémon-Trainer. Möchtest du kämpfen? Ich kann meine Waffe gar nicht ziehen. Ah doch. Wollte gerade sagen. Ich will bitte hier meinen Käfer ziehen können. Wie kommt man jetzt da hoch? Ich glaube, hier ist irgendwas versteckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jetzt was versteckt wäre. Wisst ihr hier drin, dass man jetzt sagt, oh ja, zum Glück bist du da hingegangen, weil da ist was versteckt. Mein Opa ist hier mal vor Ewigkeiten ausgebrochen. Mich würde es gar nicht geben, wäre er drin geblieben. Naja, wir gehen. Beziehungsweise, wir können hier noch kurz kaufen und verkaufen. Da können wir noch ganz kurz hier drauf gehen und schauen. Ich habe jetzt noch dieses Fishing, okay. Weiße Schaufelstöre leben in starken Strömungen unter Sand und Kies, weil das Leben hart ist. Ich hoffe, dass ich das nicht behalten muss, um dann irgendwie was Cooles zu machen. Munition, bin ich zufrieden. Kleidung passt. Gegenstände ist nur der Schotter hier. Das sind jetzt Spezialwaffen, ne? Hier, das hier da vorgestellt, aber an sich, okay, ja. Naja, wir müssen erstmal weiterspielen. Ich denke, wir brauchen jetzt hier auch gar nichts. Bei so Spielen bin ich eigentlich eh derjenige, der einfach spielt. Und dann hat man irgendwann eh alles von ganz alleine. Hier sind die nicht reingekommen, die Leute von dort. Irgendwie blöd. Kaufe ich Helikopter und passe sie an. Wenn ich einen kaufe, gehört mir der dann für immer? Also wir haben eh nicht genug Geld, wir können das doch gar nicht machen. Aber das wäre eine interessante Frage, ob das so funktioniert. Naja, wir haben ja hier eh das Zeug am Start. So, wir machen jetzt direkt die Mission von ihr noch fertig. Ist da vorne ein Helikopter? Da vorne steht ein Helikopter. Nice. Nutzen die Trucks und Boote, um ganz Hope County mit dem Zeug zu versorgen. Jawohl. Wird nicht schaden, wenn du noch mehr zerstörst. Mach ich. Wenn die was herstellen, was die Leute umbringt, tja, dann wäre es doch nur gerecht, wenn der Tod auch mal gehörig an ihrer Tür klopft.
Also, die Flugphysik ist echt schwach, muss ich wirklich sagen. Guck mal, man steigt ein und der Helikopter ist direkt in der Luft. Man kann auf der Stelle sich überall hinneigen, ohne dass man an Höhe verliert. Und man lenkt echt, ich drücke auf W, dann fliegt er vorwärts. Egal wohin ich gucke, eigentlich müsste ich so sauschnell fliegen und so halt nur mittelschnell. Und das ist echt bescheuert. Naja, egal. Also ich meine, das macht mir das Spiel jetzt nicht kaputt, aber solche Kleinigkeiten, die habe ich eigentlich gerne, wenn man dann so ein bisschen, ich kann es nicht beschreiben, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich will richtig fliegen und nicht irgendwie in so einem schwebenden Stuhl hocken. Ob ich jetzt direkt einen Fallschirm habe, wenn ich aussteige? Wahrscheinlich nicht. Was pflanzen sie denn da unten an? Ach, ist das Zeug? Ist das ja scheiß, ne? So, jetzt passt mal auf. Die Landung ist Pille. Guck mal, ich bin auf dem Boden. Und wenn ich mich umgucke, dann bewegt sich der Helikopter. Das finde ich nicht so gut. Guck mal. Aber gut, natürlich ist es für Anfänger nicht schlecht. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf. Oh fuck, war nicht geplant. Nein. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Was für ein Heli? Hier ist kein Heli. Halt. Was hören meine entzündeten Ohren? Im Suchgebiet. Also hier ist ihr... Oh, das ist so cool, wie nah man ran kann. Das finde ich echt nice. Was ist das hier? Also ich werde jetzt den Helikopter nehmen, unseren, und damit nach dem anderen süßen Helikopter suchen. Ich denke, der Ding steigt immer direkt mit ein. Du fährst. Ah, fuck. Hier habe ich eben irgendwo einen Helikopter auf dem Radar gesehen. Checken das hier mal alles ab. Boah, das zieht sogar hier rein, wenn wir an diesem Bliss vorbeifliegen. Erfinde vom Aussichtspunkt aus. Dann gehe ich hier wieder zum Aussichtspunkt. Ah, Shitty. Wow. Andrew. Er ist wahrscheinlich einfach in diesem Wrack reingeklemmt. Besserer Winkel! Ah, Andrew, ich hoffe, du bist ausgestiegen. Oh, das war retarded, sorry. Ich wollte einen coolen Ausstieg machen. Auf einmal steigt er wie so ein Zeitlupen-Mannequin aus. Muss das sein. So. Darunter. Schneller. Jetzt sind wir auch immer voll langsam. Also, dann gucken wir jetzt halt mal von hier oben, wo dieser verkackte Helikopter sein könnte. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Okay. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Ich hoffe, er fliegt irgendwo hin, wo wir schnell hinkommen. Also, am besten hier mit einer Reißleine, mit einer Zipline. Ja, warum sollte er auch irgendwo hinfliegen, wo wir jetzt schnell hinkommen können? So, wir haben ja unseren Heli. Tschüss, Jonathan Freaks. Und scheinbar haben wir doch einen Fallschirm. Den habe ich ja auch extra freigeschaltet. Habt ihr recht? Boom. Bin unterwegs. Oh Gott, jetzt aber bitte nicht in den Heli stützen, gell? Au. Okay. Oh. Ah, lande doch bitte mal. Oh. Das ist ja leider keine Sneaky-Beaky-Geschichte. Ah, jetzt habe ich mich direkt geheilt. Dumm. Ey, warte, wo ist der Heli hin? Jetzt ist er weggeflogen? Ey, du bist ja ein Pisser, weißt du das? Der ist mit dem Heli weggeflogen einfach. Jetzt kommen sie auf mich zugelaufen. Ach, höchst erfolgreich wieder. Komm, jetzt. Ja. Shit.
Okay, Leute. Jetzt fresst er. Jetzt fresst er sein. Jetzt fresst er sein. Nicht wegrennen. Oh, ist er weggeflogen. Boah! Und jetzt, hä? Habt ihr genug? Ort entdeckt. McKellogg's Werkstatt einfach gesprengt, den Ort. So, jetzt ist Ruhe. Komm mit Jimmy. Jimmy, legt mich. Was soll ich mit dir machen? Leg mich. Jimmy, ich kann nicht. Was war mit der Garage da hinten gerade los? Ist einfach zugeklappt. Kann dich jemand Geld dabei? Ah, na also, wir brauchen viel Cash. Ich will bald unseren eigenen Helikopter haben. Das ist ja echt ein sexy Teil. Andrew, komm, wir gehen. Gut, wahrscheinlich ist es schon geil, wenn man dann hier ballert, ne? Das hat dann sicherlich so seine Vorteile. Dann fahren wir los. Ah ja, freies Umsehen kann ich ja so machen, stimmt. Okay, das ist schon ziemlich cool. Ja, ich geb's zu, es ist cool. Oh mein Gott. Was? Ziel ist abgehauen? Rollt ihr mich gerade durch die Welt? Habe ich echt gerade jemanden verpennt? Der hätte genudelt werden sollen? Sorry, also jetzt muss ich ran. Das ist doch nicht wahr. Also wirklich. Das glaube ich jetzt gerade nicht. Gott, das klingt echt eklig. Hör mal auf. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet halt. Ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Geh schon mal hin. Bloß meinem süßen Heli nicht weh. Ach ja. Geh mal direkt raus, oder? Zu fies. Natzen wir den sofort um den Sack. Unten bleiben! So. Ich bin übrigens höchst zufrieden mit der Performance. Einige haben gefragt, wie es so aussieht. Also ich spiele es wie gesagt auf Ultra und es ist echt super. Also es rennt. Wie gesagt, die 144 FPS schaffe ich glaube ich nicht ganz, aber ich habe so im Schnitt 100. Und ja. Das müssen wir alles abfackeln, die Scheiße. Haben wir was zum Abfackeln? Molly. Haben wir sogar. Machen wir dann am Schluss, wenn wir den Sack gekillt haben, dass er dann nicht wieder wegrennen kann. Dann fackel ich das Zeug ab. Das ist alles Bliss hier, ne? Das Zeug. Nee. Das finde ich jetzt echt frech von dem, ne? Sehr, sehr frech. Dass der jetzt einfach. Bitte lande da vorne, nicht davon fliegen jetzt. Jetzt wäre ich echt geliefert ohne eigenen Heli. Jawohl, er landet. He's fucking dorm. Alter! Ach du Scheiße. Ich stelle mich aber auch gerade an, heidenei, ans Leben klammern. Was bringt mir das dann? Kann mich der Andrew aufheben? Andrew! Wer guckt? Andrew, du bist eine verschissene süße Maus, weißt du das? Wo rennst du hin? Hast du keinen Entkommen, sagt er. Stück Bitch! Jetzt haben wir es geschafft. So. Hab dich im Visier. Mach's gut, Peggy Pisser. Ah, sehr gut. Das ist Andrew. Ich wollte gerade sagen, ist hinter mir jetzt jemand? Ja, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Alles klar. Alles cool. Bist du schon weg? Hallo. Oh. Was habe ich denn hier gemacht? Für einen komischen Angriff. Kaufe hier ATVs, Autos und Trucks und passe sie an. Ne, passt schon. Wir wollen jetzt hier mit dem Heli fliegen und die Chose mal fertig machen. Dauert ja Jahrzehnte hier mit uns.
Ich will das doch mit euch durchacen eigentlich. Sorry, ja, ich lande erstmal. Oh Gott, Andrew, bitte. Andrew. Boah! Sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tule, ja? Ich hoffe, das ist nicht einfach nur ein normaler Mensch gewesen. Nee, war's nicht. Shit. Es war ein normaler Mensch dabei. Ein Zevalas! Ich kann Bäume umschießen, das würde ich richtig feiern. Hör auf mich aufmerksam zu machen. Oder ich mach dich kaputt. Hast du gedacht, nicht wahr? Wow. Okay, durch die... Also durch diese leichte Steuerung kann man jetzt schon geschickte oder gemütliche Manöver fliegen. Zum Beispiel da unten. Nee. Aber das wäre sicherlich einfach. Aber nee. Jetzt gehen wir einfach mal richtig Gas hier. Oh, hallo. Boah, geil. Wie das abgeht. Kann ich sogar hier wechseln? Kann ich die Waffen wechseln? Ich krieg's nicht hin, aber... Hallo? Genau da unten! Na, warte kurz. Wo seid ihr denn? Hey, kommt hoch, okay? Oh, wie schnell die down gehen. Krass. Das geht echt fast. Was ist denn da unten? Grafikfehler? Da haben wir einen ziemlich dicken Grafikfehler da unten. Eine Höhle. Naja. Wir geben jetzt den Ding hier ab und dann ist die Peggy erstmal zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob sie Peggy heißt. Ich sage einfach schon die ganze Zeit Peggy. Es wird schon schlimm. Okay. Fast. Keine Gegner. Oh Leute, das wird so knapp, ne? Alter, was für ein Pilot. Heute schreit. Wow. Scheißt du auch, Alfons, ha? Wow. Andrew will einfach gar nichts mehr wissen. Er ist so genervt, guck mal. Reg ich jetzt auf, Andrew. Ich gehe ja schon runter. Das ganze Ding wackelt. Ich hoffe immer noch, dass das alles nur ein böser Traum ist. Tja, Andrew, das hoffe ich auch. Aber es sieht nicht gut aus mit deinem Träumchen. I'm there like a bitch. Wir müssen erstmal wieder die Waffen aufladen da. Ich verlasse einfach mal das Fahrzeug. Ist, glaube ich, eine gute Idee in dem Moment. Zurück! Alle mal zurück! Na? Zwei Vorteilspunkte erhalten. Keine Ahnung warum. Ich will eigentlich die Autos... Ah! So. Da ist noch einer. Kleiner Krieger. Boah. Wie die davon fliegen. Ist da hinten rein? Ist da einer hinten einer rein? Sind alle weg jetzt oder? Da ist noch einer. Oder. Keine Ahnung. Ist das gerade wirklich passiert? Ja, irgendwie schon. Ich war dabei. Hab meinem Vater zugesehen, wenn er an seiner Karre bastelte. Hast du schon erzählt, also. Ha! Hallo Peggy! Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Ah ja? Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Peggy, I need you. Jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Wirklich sehr schöne Animationen bezüglich des Gesichts und so weiter. Spezialisten sind Helfer auf Abruf oder Vierbeiner auf Abruf, die verfügbar werden, sobald du ihre Mission abgeschlossen hast. Sie sind zu mehr fähig und haben von Anfang an spezielle Fähigkeiten. Jeder Spezialist kann im Vorteilsmenü verbessert werden. Und um die Abklingzeit zu verringern. Ja. Hi, ja! Freundlicher Luftraum.
The Riches. So. Wir haben sie jetzt hier unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Auswählen drücke, dann kann man sie jetzt hier reinmachen. Somit ist dann wahrscheinlich der Ding nicht mehr dabei. Der Alexander. Oder doch? Gucken mal. Adelaide Drupman. Die ist wirklich eine Marke. Eine verdammt gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. Ja, ich weiß. Hier haben wir noch eine Mission. Die Peggys müssen gestoppt werden. So. Ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend. Hallo, komm. Nicht cool, ey. Hey. Und ich, wir palabern jetzt mal eine Runde. Cool. Also, ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Yeah. Verdammt! Oh Gott. Komm schon, pass auf! Gut, okay, machen wir so. Können wir reden? Also so, Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Der Mund. Das ist doch nicht mehr so gut. Alter, habe ich nicht gerade gesagt, Musik aus! In dem Lager da. Gut. Das kannst du direkt richtig verstehen, mein Freund. Wie Adelaide da rangekommen ist, ist keine schöne Geschichte. Hey, Mann. Was haben wir denn hier? Mister? Kann man nicht, hier kann man auch akkurat über das Ding. Pass bei Adelaide besser auf deinen Arsch auf. Ich grab's gern. Alter, hast du komplett weit... Oh, wie er nach oben geguckt hat, so... Ich hoffe, wir können Andrew ist sehr merkwürdig. Die Donnerfotzen, die Helikopter für Faith fliegen, waren mal meine Freundin. Also bevor sie zur Sekte gingen und versucht haben, mir mein Eigentum zu klauen. Die haben was Persönliches draus gemacht, nicht ich. Mir wollten sie nicht nur Proviant und sowas klauen wie den anderen. Nein, mir wollten sie meinen Hafen, meine Tulip und meinen Sender wegnehmen. Und das ging verdammt nochmal zu weit. Wenn du nicht aufpasst. Ja, es geht zu weit, ne? Der Sender ist schon wirklich Knack-Mensch. Guck mal hier. Also, okay. Wir haben jetzt somit diese wunderbare Mission gemacht und können direkt die nächste annehmen. Wir haben hier unten... müssen die bereits geschafften Missionen hier drin stehen? Ist das irgendwie behind it? Hier, die ist ziemlich nah. Dieser Schrecken. Das versuchen wir jetzt mal zu verfolgen da. Ich bin bereit. Wir versuchen mal diesen Kerl, diesen Fisch meine ich, diesen Kerl. Ah ne, ich nehme einfach die Tulip. Oder? Vielleicht darf ich mit dem Teil nochmal fliegen? Dann müssen wir nicht so weit laufen oder schwimmen. Danke, Peguard. Ach komm. Ach komm. Haben wir genug Geld, um einen zu kaufen? Fühlt sich gut an. Ich denke, ein Helikopter ist immer gut, oder? Hier, also, dass wir einfach... wir sind zu arm. Wie ein Darm. Gut, dann müssen wir halt doch schwimmen, beziehungsweise ein Boot holen. Wir können uns zumindest ein Boot holen. Dann haben wir für solche Situationen schon mal ein Bötchen. Und dann Movement König. Halte gut gedrückt... Werkzeug, das haben wir schon, ich glaube, das haben wir schon, durchgearbeitet. Ist hier zufällig ein Boot? Hier ist kein Boot, super. Was kosten Boote? Flugboote direkt, Flugzeuge da, ah, lecker. 2,5, oh mein Gott, wir können es ganz knapp nicht holen. Muss ich da jetzt echt hinschwimmen? Wollt ihr mich gerade... Ich fahre zumindest das Stück, also darüber, am Wasser entlang. Ich habe jetzt einfach keinen Cash, um irgendwelche Boote zu kaufen. Aber das finde ich cool. Boote kaufen, Flugzeuge kaufen, aufbedazzeln und so weiter. Xander, du läufst alleine, bye bye. Oh, sag mal, das lenkt nicht. Jetzt lenkt's! Hol dir dein eigenes. Dann komm endlich mit, fauler Sack. Fahrhilfe an. Ne, wir brauchen keine Fahrhilfe. Also wahrscheinlich merke ich gleich, dass wir doch welche brauchen oder eine brauchen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Als Mann fragst du nicht nach dem Weg. Du erfährst den Weg durch Suchen. Und genauso fahre ich auch. Scheiße, ja. Das Stück darüber und dann passt es. Gucken wir mal, was da vorne noch ist. Hallo.
Boah. Willkommen im Sommerlager. Sind hier Feinde? Wo? Wo ist der Behälter davon? Geil, eine Hake. Ich würde echt gerne wissen, wo dieser Behälter ist, der mich hier gerade zudröhnt. Ah, jetzt ist es vorbei. Ah, da kann man gar nicht rein. Das ist... Ach Gott. Die Lichter, wie die rumspielen, das ist schon echt krass. Oh oh. Hört ihr das? Könnt ihr es hören? Können Sie es hören, Mr. Krabs? Hahaha. Haha. Sind hier... Rette mich! Bitte! Ist er gerade gestorben? Haben die... Sorry! Ist gerade nicht... Alles klar. Das schockt mich doch sehr. Kommt die echt im Heli jetzt angedonnert? Pass auf dich auf, Schätzchen. Da kommt Ärger. Ja, du kommst. Das höre ich. Boah, da kommt sie angeschisselt. Gibt die mir jetzt so Deckung aus der Luft? Oder landet die auch? Pepper-Notiz. Die Peggys haben... Pepper-Notiz. Die Peggys haben das Ferienlager übernommen. Die Hütten sind voll mit ihrem Kram und sie fangen Hunde ein. Ich kann selbst nicht mehr kämpfen, aber ich habe das getan, was dem am nächsten kommt. Ich habe den Hauptschlüssel für die Hütten gestohlen und ihn an einen der Hunde im Hauptgebäude verfüttert. Wenn sie wieder an ihre Vorräte ran wollen, werden sie warten müssen, bis der Hund ihn ausscheißt. Ich denke, dass sie jetzt echt über uns die ganze Zeit mit rumfliegt, was ja irgendwie eine coole Sache ist, aber es ist doch echt scheiße laut. Also von daher, Mademoiselle, ich weiß nicht, nehme ich erstmal die Troller hier mit, glaube ich. Du hast recht, ich habe mir ein Päuschen verdient. Ja, mach mal ein Päuschen, hast 3 Minuten gearbeitet. Irgendwann ist auch gut. Hast du vielleicht den Schlüssel, Hundi? Sektnotiz. Wir schicken diese Hunde nach Norden zu Jacob und prügeln sie sich dann schon zurecht. Und wenn nicht, dann macht er Futter für die Judges? Aus ihnen. Auf dem Weg. Was sind denn jetzt Judges, bitteschön? Ich hab's verpennt. Oh, ist das ein Speedboat? So ein Plane. Geil. So ein Dodo. Wie kommen wir jetzt in das Haus mit den Hunden? Gar nicht, ne? Es ist und bleibt ein Rätsel. Vielleicht ist er irgendwo... Mir reicht schon ein einziger Schuss. Ich werde aha. Bereit. Ha! So! Oh fuck. Hundis. Oh, die haben so Angst. Die sind eingesperrt. Ich dachte, das sind Kampfhunde. Oh nein. Wahrscheinlich ist ja auch der ein oder andere aggressive Hund dabei. Schrotkugeln. Ich habe kurz Schokokugeln gelesen, dachte mir, oh, what the fuck, dude? Oh. Bist du ein guter Hund, oder? Scheinbar sind die... Oh, die armen Tiere. Was geht hier, Sektenstricher? Die hatte Bargel damit, die Schüssel zu dem ganzen gestohlenen Kram zu finden, den ihr im Sommerlager aufbewahrt. Ich rufe an, um euch einen Tipp zu geben. Oregano in der Scheiße gefunden. Ja! Wir sammeln Kot. La 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 la. Ich mache euch gleich auf, dann könnt ihr raus. Eine Sekunde. So kurz euren Kot sammeln. Oh Gott, die armen Viecher. Einer ist einfach gestorben. Der hat die Wand geschissen. Ich weiß das nicht. So, kommt, ich mache euch auf. Komm mit. Schnell, schnell, schnell. Hopp. Und raus. Raus, 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 raus. Oh Gott. Der Hund geht draußen, irgendwas explodiert. Und das ist ja super. Kann ich raus, bitte? Beschissener Köter. Wer? Die Hunde oder was? Ja, komm mal runter. Was ist mit dir los? Was? Oh fuck. Die ist so aggressive. Jetzt können wir den ganzen Kram da rausholen. Yay. Yay. Yeah. Wobei wir eigentlich ziemlich voll sind.
der Boy Skinny Penis? Fuck. Bye bye. Viel Frasshaut. Der hätte ja sogar rausgehen können. Was haben wir jetzt hiervon, außer das Viech? Das war's. Hallo? Ein Maischen, da war ein Maischen. Das tut Gott. Weh, verdammt! Was geht denn bei ihr? Ach du Kacke, ach du Kacke. Geh mal zur Seite. War ja echt gerade einfach knallhart, so ein Puma. Ey, wo war der? Kam der einfach hier angelaufen? Zwei Vorteilspunkte halten. Wir haben schon so viele Vorteilspunkte. Ja. 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 Alter, Liz. Liz. Oh, Cash. Money, money, Cash, Cash. Los geht's. Wir haben ganz viel Cash. Ja, wir können uns jetzt ein Moped kaufen. Liz. 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 Geh doch weg, Liz. Geh bitte in der nächsten Folge weg.